Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit sogenannten Brandschutzschaltern, abgekürzt AFDD. AFDD steht dabei für Arc Fault Detection Device. Arc Fault heißt Fehlerlichtbogen. Wenn in einer Anlage ein Fehlerlichtbogen auftritt, so ist der AFDD in der Lage, diesen zu erkennen und die Anlage allpolig abzuschalten. Es handelt sich, darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen, hier um eine Einführung in das Thema, die sich an Auszubildende richtet. Im Installationsfall sind natürlich sämtliche einschlägigen Normen zu beachten. Die Norm, die sich auf Brandschutzschalter bezieht, ist die DIN VDE 0100 Teil 420 in der Ausgabe aktuell von Oktober 2019. Ich werde in diesem Video im ersten Teil den Brandschutzschalter gegen Leitungssicherung und gegen den RCD abgrenzen. Ich werde dann auf die Funktionsweise des AFDDs eingehen und schließlich im letzten Abschnitt auf Einsatzbereiche und die sogenannte Risikobewertung eingehen. Zunächst nun noch einmal die Funktion einer einfachen Leitungssicherung, hier mit dem Symbol einer Schmelzsicherung. Hier sehen wir allerdings einen Automaten. Eine solche Leitungssicherung schützt ja nun die eigentlichen Versorgungsleitungen der Anlage davor, dass Überlastungen auftreten. So wird zum Beispiel eine Sicherung mit einem Bemessungswert von 16 Ampere bei einer Überlastung, also zum Beispiel 25 Ampere, nach einer gewissen Zeit abschalten. Das wird hier nicht sofort geschehen, denn für eine kurze Zeit soll eine Überlastung durchaus zugelassen sein. Die Leitungssicherung muss aber in der Lage sein, bei sehr großen Strömen, zum Beispiel bei Kurzschlüssen, wir sehen hier einen Strom von 100 Ampere, sehr schnell abzuschalten. Das heißt, eine solche Leitungssicherung schützt die Leitung der Anlage vor Kurzschlüssen und Überlastungen. In diesem Zusammenhang ist hier besonders darauf zu achten, dass ja der Leitungsschutzschalter die solche Ströme überwacht, die durchaus auf dem richtigen Weg in die Anlage hineinfließen und auf dem richtigen Weg wieder herausfließen, also über L hinein und N wieder hinaus. Im Gegensatz dazu steht der RCD, auch FI-Schutzschalter genannt. Der RCD ermittelt, ob denn die Stromstärke, die über den Außenleiter in die Anlage fließt, genauso groß ist wie die Stromstärke, die über den Neutralleiter respektive über die anderen Außenleiter wieder aus der Anlage herausfließen. Wenn dort eine Differenz auftritt, so wird der RCD die Anlage allpolig abschalten. Wir sehen hier einen solchen Fehlerfall. Hier fließt über diese Fehlerstelle ein Strom zur Erde ab. Und genau diese Differenz wird von der RCD ermittelt. Bei einer RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 30 mA wird allerdings die Anlage nicht abgeschaltet, sofern dieser Fehlerstrom, also wenn ich so will, der hier fehlende Strom, unterhalb von 15 mA liegt, also unterhalb der Hälfte von diesem Wert, dem Bemessungsdifferenzstrom. Wird dieser Fehlerstrom größer und befindet sich in einem Bereich von 15 bis 30 mA, so ist die Auslösung möglich. Sie wird aber auch möglicherweise jetzt noch nicht stattfinden. Erst mit dem Erreichen von einem Fehlerstrom von 30 mA oder größer, wie gesagt, das ist quasi der Strom, der hier fehlt, von dem Anteil, der hier hineinfließt, wird eine sichere Auslösung stattfinden. Ich habe also nun zwei Schutzmechanismen in der Anlage vorgesehen, sofern RCD und Sicherung wirklich vorhanden sind. Die Sicherung wird dann greifen, wenn der Strom quasi den richtigen Weg fließt, aber durch einen Kurzschluss oder aber durch eine Überlastung viel zu groß wird. Der RCD wird dann greifen, wenn ein Teil des Stromes, der in die Anlage fließt, über
falsche Wege aus der Anlage herausfließt. An dieser Stelle kann ich mich natürlich nun fragen, warum ich neben der Leitungssicherung und der RCD noch einen weiteren Schutzmechanismus benötige. Wir sehen hier den weiteren Schutzmechanismus, das ist die AFDD, die nach meinen Recherchen im Allgemeinen aber so ausgeführt wird, dass sich in der AFDD auch der Leitungsschutzschalter befindet. So dass also hier in diesem Bild nur noch ein AFDD aufgeführt ist und ein RCD. Dabei sollte man jetzt eben nicht vergessen, dass der Leitungsschutz hier auch schon realisiert ist. Das kann ich hier auch in dem Symbol gut erkennen bei dieser AFDD von ABB. Hier sehen wir B 16 Ampere. Das weist ganz klar darauf hin, dass es sich hier um einen Leitungsschutz handelt. Und wir sehen auch weiterhin hier das Symbol für den Brandschutz. Außerdem ist hier klar zu erkennen, dass im Gegensatz zum Leitungsschutzschalter auch der Neutralleiter mit anzuklemmen ist und auch im Fehlerfall mit abgeschaltet wird. Ja, was macht nun der AFDD? Tritt in der Anlage ein Lichtbogen auf, so ist das eben nicht unbedingt nur ein Fehlerstrom, der hier zum Beispiel zum Körper und damit zum Schutzleiter abfließt, sondern es handelt sich hier um einen Lichtbogen. Das heißt, es gibt hier permanent kleine Überschläge mit der entsprechenden Wärmeentwicklung. In diesem Fall, den ich hier aufgezeigt habe, ist zu vermuten, dass der RCD auch schon die Anlage abschaltet, weil ja hier wiederum ein Fehlerstrom auftritt. In diesem Fall ist nicht zu vermuten, dass ich unbedingt ein AFDD benötige. Das ist aber ganz anders beim sogenannten parallelen Fehlerlichtbogen, den sehen wir hier. Ich muss mir nun also vorstellen, dass zum Beispiel durch eine fehlerhafte Isolierung zwischen L und N, die Leitungen sind ja in Kabeln zum Beispiel sehr nah beieinander, zwischen L und N ein Lichtbogen auftritt. Dieser Lichtbogen kann natürlich von der RCD nicht erkannt werden, weil er keine Differenz vom Strom im Außenleiter zum Strom im Neutralleiter auftritt. Die Sicherung in diesem AFDD, der Leitungsschutzschalter, kann aber diesen Lichtbogen auch nicht erkennen, da die Stromstärke über diesen Lichtbogen nicht ausreicht, um die Leitung zu überlasten oder gar einen Kurzschluss zu bilden. Und genau hier tritt nun die AFDD ein und wird diesen Lichtbogen erkennen und dann die Anlage abschalten. Neben dem parallelen Fehlerlichtbogen gibt es auch noch den sogenannten seriellen Lichtbogen. Fehlerlichtbogen muss ich dazu sagen. Wir sehen hier einen solchen Fall. Ich habe hier eine Unterbrechung in der Leitung und an dieser Stelle tritt nun ein Fehlerlichtbogen auf, weil die Kontakte zum Beispiel sehr nah beieinander liegen. Zu den seriellen Fehlerlichtbögen zählt man allerdings auch Fehler wie diesen. Die Leitung, die Kupferleitung ist hier leicht angeknackst, das heißt der Querschnitt ist hier deutlich verjüngt, so dass der Strom, der hier über den Kupferleiter fließt, sich an der Stelle stark verdichtet. Die Stromdichte wird hier deutlich erhöht. Das heißt, es kommt genau in diesem Bereich zu einer starken Wärmeentwicklung. Im Grunde kann ich nun froh sein darüber, dass an dieser Stelle auch ein kleiner Fehlerlichtbogen auftritt. Denn der AFDD ist ja nicht in der Lage zu erkennen, dass hier eine höhere Stromdichte auftritt. Aber er erkennt solche Lichtbögen. Man kann hier schon ahnen, dass das Erkennen solcher Lichtbögen sehr aufwendig ist. Das heißt, der AFDD ist ein hochpräzises Messgerät, das in der Lage ist, anhand von Stromschwankungen solche Lichtbögen zu erkennen. Das wird insbesondere dann klar, wenn man daran denkt, dass ja neben solchen Fehlerlichtbögen in der Anlage auch Lichtbögen auftreten, die durchaus sogar gewünscht sind, zum Beispiel beim Abschalten von Verbrauchern. Da ist es durchaus zum Teil sogar erwünscht, dass solche Lichtbögen beim Abschalten einmalig auftreten, denn dadurch werden tatsächlich die Kontakte wieder gereinigt und vor weiterer Oxidation geschützt.
Realisiert wird nun diese Fehlerlichtbogenerkennung und die Unterscheidung von Abschaltlichtbögen durch einen Computer, einen Mikrocontroller, der sich in der AFDD befindet. Dieser Minicomputer überwacht den Stromfluss über L über die Verbrauchsleitung zum Neutralleiter permanent und kann erkennen, wenn in dieser Anlage ein Lichtbogen auftritt, weil damit typische Strommuster verbunden sind. Hier ein Ausschnitt aus dem AFDD-Handbuch der Firma ABB. Wir sehen hier, dass es sich nicht mehr um eine Sinuskurve handelt bei diesem Strom, sondern dass hier eine ganz bestimmte Charakteristik auftritt. Und man hat eben mit wissenschaftlichen Methoden tatsächlich es geschafft, den Mikrocontroller auf solche Ströme einzutrainieren, die nur bei Fehlerlichtbögen auftreten und nicht etwa bei Abschaltlichtbögen. Es handelt sich also hier um ein sehr komplexes Gerät, dessen Funktion durch Algorithmen realisiert wird, die man nicht so ohne weiteres verstehen kann. Wo müssen nun solche AFDDs eingesetzt werden? Grundsätzlich ist es so, dass ein Elektroplaner oder ein Errichter einer Elektroanlage für die ganze Anlage eine Risikobewertung durchführen muss und diese auch dokumentieren muss. Das heißt, er muss quasi jeden einzelnen Raum und jeden Teil der Elektroanlage auch dahingehend prüfen, ob eine erhöhte Brandgefahr durch die Anwendung der Elektrotechnik gegeben ist. Sollte das der Fall sein, so muss er durch anlagentechnische, bauliche oder organisatorische Maßnahmen dieser Brandgefahr entgegenwirken. Unter anlagentechnischen Maßnahmen versteht man dabei eben zum Beispiel den Einsatz einer AFDD. Eine bauliche Maßnahme kann zum Beispiel sein, dass in entsprechend gefährdeten Bereichen die ganze Elektroinstallation unter Putz erfolgt und nicht etwa auf Putz. Dabei muss dann natürlich auch darauf geachtet werden, dass beim Austritt der Leitungen aus der Wand entsprechende Schutzvorrichtungen mechanischer Art vorhanden sind. Unter organisatorischen Maßnahmen kann man zum Beispiel die permanente Überwachung der Anlage verstehen. Das ist gar nicht mal so abwegig, wie es sich im ersten Augenblick anhört, denn man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass in Schlafräumen von Kindertagesstätten Kinder in den Räumen nur dann schlafen dürfen, wenn eine Erzieherin anwesend ist. Was nach meinem Kenntnisstand sowieso der Fall sein muss. Da wäre das also durch eine permanente Überwachung sichergestellt. Kriterien für ein erhöhtes Risiko von Brennen sind dabei zum Beispiel die schlechte Evakuierbarkeit der Räume mit elektrischen Anlagen, die begünstigte Brandentstehung und zum Beispiel auch die Lagerung brennbarer Stoffe, aber eben auch vieles mehr, was individuell ermittelt werden muss. Die VDE 0100 Teil 420 Stand Oktober 2019 bietet dem Elektroplaner und Errichter der Anlage hier nun eine gewisse Hilfe. Dabei werden allerdings nur Empfehlungen ausgesprochen. Das sind also keine Maßnahmen, die unbedingt durchgeführt werden müssen. Man sollte jedoch bedenken, wenn man das eben nicht durchführt, dass man dann eine Risikobewertung vorhalten muss mit einer entsprechenden Dokumentation. Konkret wird nun in dieser Norm empfohlen, Endstromkreise mit einer AFDD zu schützen, wenn sie denn in Räume mit einer Schlafgelegenheit führen. Da wäre dann zum Beispiel auch wieder der Schlafraum für Kinder in Kindertagesstätten zu sehen. Und da ist es natürlich vernünftig, den tatsächlich dann mit einer AFDD zu schützen, auch wenn organisatorische Möglichkeiten hier andere Wege zulassen. Weiterhin werden hier feuergefährdete Betriebsstätten genannt. Da fällt den meisten sofort eine Tischlerei ein, aber davon gibt es natürlich auch viele andere. Dann kommen wir zu den Räumen und Orten mit brennbaren Stoffen. Auch hier wird in der Norm empfohlen, ein AFDD zu setzen. Weiterhin wird empfohlen, eine AFDD zu setzen für Räume und Orte mit unersetzbaren Gütern. Das können zum Beispiel Museen sein.
Das Setzen einer AFDD wird aber auch für einen weiteren sehr häufig vorkommenden Fall empfohlen, nämlich dann, wenn Geräte mit großer Leistung in Endstromkreisen betrieben werden. Und darunter versteht man eben durchaus auch Waschmaschinen, Geschirrspüler und Trockner. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen gewissen Überblick über die Funktion und den Einsatzbereich einer AFDD verschaffen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.